Mein Name ist Oliver Koch, ich bin der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Wesselingen und zusätzlich Feuerwehrpressesprecher. Wir befinden uns hier in Wesselingen-Urfeld, das ist ein Stadtteil von Wesselingen. Hier auf der Willy-Brandt-Straße hat es in einem zweigeschossigen Gebäude im Dachgeschoss in voller Ausdehnung gebrannt. Beim Eintreffen von den Einsatzkräften, den ersten, war auch sofort Feuerschein durch die Dachhaut zu sehen. Wir sind dann mit insgesamt 50 Einsatzkräften unter der Leitung des Leiters der Feuerwehr André Bach hier vor Ort und konnten keine Personenschäden feststellen, weil alle Personen hatten sich selber schon aus dem Gebäude selber evakuiert. Zudem mussten wir aber leider feststellen, dass eine Person durch Rauchgas eine Rauchgasintoxikation hat. Diese Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und wird gerade ins Krankenhaus gebracht. Ja, wie laufen jetzt hier die Löschmaßnahmen? Ist ja doch ein bisschen umfangreicher. Die Löschmaßnahmen erfolgen erstmal durch einen Angriffsdruck, durch den Innenangriff. Die Drehleiter wurde sofort in Stellung gebracht und darüber einen Außenangriff geführt. Wie Sie sehen können, im Hintergrund ist auch die zweite Drehleiter aus Brühl vor Ort, die ebenfalls, weil aufgrund der Gebäudestruktur des Aufbaus des Gebäudes halt eben von zwei Seiten an das Gebäude herangegangen ist, um auch alle Glutnester zu finden. Zusätzlich gab es auch Löschangriffe von außen durch normale Angriffstrupps. Das Feuer wurde relativ zeitnah unter Kontrolle gebracht und müsste jetzt eigentlich komplett aus sein. Ja, was schätzen Sie denn? Was ist der Einsatz Dauer mit Aufräumen? Ja, wir denken, mit Aufräumarbeiten und so, dass der Straßenverkehr auf der B9 wieder fließen kann, werden wir sicherlich noch eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde brauchen, länger aber nicht. Das Gebäude wird wenigstens die obere Wohnung nicht weiter bewohnbar sein. Über die untere Wohnung kann ich Ihnen nicht sagen, da war ich selber noch nicht drin. Zur Frage, weil das sicherlich auch noch kommen wird, die KVB in ihrem Hintergrund läuft vorbei, die KVB ist aber nicht in Mitleidenschaft gezogen, die kann weiterhin ihren Verkehr von Köln nach Bonn und von Bonn nach Köln weiter durchführen.